ist immer ein mega cooles Erlebnis, das erste Mal in der WM-Halle spielen zu dürfen. Ich glaube, das, ich kann mich auch noch zurückerinnern, wie das die letzten drei WMs waren, wo ich schon teilgenommen habe. Und das ist immer ein mega cooles Erlebnis. Jetzt nochmal ein bisschen spezieller, weil es gerade eine neue Arena ist. Und ja, es ist wirklich eine Top-Arena und ich freue mich riesig, das erste Mal spielen zu dürfen. Man spürt richtig das Kribbeln bei allen Spielen und das ist wirklich immer sehr spezielle Situation, eine spezielle Atmosphäre. Das kann man irgendwie gar nicht beschreiben. Es ist einfach sehr, sehr cool und ja, man merkt richtig die Vorfreude, die bei allen herrscht. Gestern haben wir das erste Training in der Matchhalle. Dort ist es noch etwas intensiver zu und her gegangen. Um unsere Details vor allem und jetzt, heute wird es vor allem, also ich denke es um das erste Spiel gegen Norwegen gehen, wie sie spielen, wie wir gegen sie spielen und vielleicht auch noch in Special Teams und Freistöße auch noch an. Ja, also ich habe mir das sicher auch schon probiert zu visualisieren, so in den Gedanken, aber ja, wie es dann real aussehen wird, ist wahrscheinlich noch mal ganz anders und von dem her, ja, das muss man jetzt auch nicht eins zu eins so erlebt haben oder eins zu eins visualisiert haben. Ich freue mich einfach riesig, wenn es dann endlich so weit ist.